Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, wir sind im Urlaub. Ach nee, gar nicht wahr. Ich spiele mit Jane. Es ist Shrine Time mit dem Outfit aus dem Amazon Prime Rift. Nee, nicht Rift. Amazon Prime Code, den es derzeit gibt. Wenn ihr Amazon Prime habt, bekommt ihr dieses wundervolle Outfit mit einem anderen Kopf. Finde ich super schick. Ja, ich spiele mit den Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Die da einmal wären links, eiserner Wille mit dem eisernen Willen. Wir spielen gegen einen Clown. Ich habe eine Flasche klirren hören. Mit dem eisernen Willen bin ich 75% leiser, sobald ich verletzt bin. Wenn ich allerdings erschöpft bin, wird dieses Perk deaktiviert wieder. Was ich ganz logisch finde und auch ganz fair. Ich habe außerdem, wie ihr gerade seht, Einfühlungsvermögen mitgenommen. Mit Einfühlungsvermögen sehe ich im Umkreis von 126 Metern Überlebende, die verletzt sind. Das brauche ich für das Perk oben, das es auch derzeit im Schrein der Geheimnisse gibt, so wie den Eisernen Willen. Und zwar ist es ein Perk von Ashe, der hier rechts neben mir sitzt. Ich habe immer noch den Sprintboost, das ist ja abgefahren. Perk von Ashe ist, wir werden ewig, nee, gar nicht wahr, Eifer der Menschen, genau, Eifer der Menschen. Oha. Ah nein, hängen geblieben. Richtig doof hängen geblieben. Er hat auch abgekürzt, mega gut. Oha. Man sieht so wenig gegen den Clown, krass. Eifer der Menschen macht, dass ich Schutztreffer einstecken muss. Drei Stück an der Zahl, damit dieses Perk erst aktiv wird. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, jetzt ins Laufen zu bekommen. Wenn das Perk aktiv ist, wird der nächste Treffer, der mich trifft, der mich in den Todesstatus versetzen würde, einfach ignoriert. Also nicht tiefe Wunde oder so, sondern einfach ignoriert. Dafür muss ich aber erstmal diese drei Schutztreffer ans Laufen bekommen, was gar nicht so einfach ist. Schutztreffer bekomme ich am besten, wenn ein Überlebender bereits in der Jagd ist. Deswegen habe ich Einfühlungsvermögen dabei. Und dieser schon verletzt ist. Das heißt, gegen One-Shot-Killer ist es schwierig, das irgendwie zu bekommen. Also den Willen hört ihr jetzt gerade nicht mehr. Ja, gegen One-Shot-Killer schwierig, aber gegen den Clown könnte das was werden. Da geht er gerade weg. Was aber immer funktioniert, auch bei einem Bubba zum Beispiel, wenn man Schutztreffer haben möchte, ist ja, zu blocken, wenn der Killer den Überlebenden gerade auf den Arm hat. Ich gönne mir mal hier einen Schutztreffer. Oh, irgendwie geht er weg. Na gut. Dann heilen wir Feng mal. Kein Schutztreffer für mich. Macht aber nichts. Ja, wenn der Überlebende getragen wird, auf der Schulter des Killers also ist, dann kann man ganz gut Schutztreffer einstecken. So nämlich. Und dann kann man sich hochheilen. Oder ich lasse das kurz mit dem Hochheilen. Ich gehe erstmal da hinten wieder an Jen. Ne, hier sind zwei Jens schon gemacht. Und der ist auch schon gemacht. Wir haben drei Jens jetzt schon. Ich habe dazu noch Hintergrundspieler mitgenommen. Mit Hintergrundspieler bekomme ich einen Sprintboost. Das ist das Perk unten von Renato. Bekomme ich einen Sprintboost, sobald der Killer einen Überlebenden auf die Schulter nimmt. So kann ich dann die
Schutztreffer einstecken. Das ist so mein Plan. Die Downside bei Alpha der Menschen ist, dass ich, sobald ich mich selber einmal hochheile, wenn ich das Perk einmal benutzt habe. Oh, da hinten ist er. Wenn ich das Perk benutzt habe und mich hochheile, sieht der Killer meine Aura. Und zwar so lange, bis ich wieder in Todesstatus gerate. Du könntest ruhig mal mitheilen. Die Heilung kriegen wir noch durch. Und er geht Richtung Haken, weil jemand verletzt Richtung Haken gegangen ist. Da, doch, da komme ich noch mal zwischen. So. Noch ein Schutztreffer für uns, sehr schön. Ist ein bisschen offensichtlich. Ich denke, er wird wissen, dass ich bald irgendwann einfach der Menschen aktiv habe. Aber das Perk kommt so selten vor, dass es eventuell nicht auf seinem Schirm ist gerade. So, dabei sehe ich die beiden vorne gerade. Ich könnte retten gehen eigentlich. Sarina geht jetzt leider auch Richtung Haken. Das ist leicht ungünstig. Okay, warum? Ich will hier gar nicht in diese Richtung. Ich will raus eigentlich aus dem 3-Gen. Warum ist sie denn zum Haken gekommen? Naja, sie wollte wahrscheinlich auch aus dem 3-Gen herausjagen. Und ist dann halt an uns vorbeigekommen. Das passiert ja auch mal. So, einen Schutztreffer brauche ich noch. Könnte ein bisschen schwierig werden. Aber in so einer 3-Gen-Situation auch eventuell ganz okay. Wir merken uns mal, wo sind die anderen? Die sind da hinten. Ich bin leise. Hört ihr? Ich bin nicht erschöpft. Ich bin 75% leiser. Feng müsste sich eigentlich auch einfach nur hier heilen lassen. Die hingen ja noch gar nicht. Wir sind alle dead on hook und sie hingen noch gar nicht. Dann lassen wir sie mal ein bisschen baumeln, oder? Vielleicht kriegen wir noch den letzten Schutztreffer nochmal. Das Perk lässt sich total vielseitig kombinieren. Zum Beispiel mit Objekt der Besessenheit. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht und auch schon mal ins Laufen bekommen. So. Ich renne in diese Richtung, denn hier hat er kein Business. Autsch. Ja. Wusste ich. Ich tippe einmal den Gen an. Okay. Wo ist er? Da ist eine gelbe Flasche. Oha. Na gut, komm. Da die Palette. Was hältst du von der Palette? Nicht so viel. Der Gen darf eigentlich gar nicht gemacht werden hier.
Ich versteck mich. Feng kann noch mal hängen. Ach, der Jane da hinten ist auf 99. Okay. Das haben die gut gemacht. Wir haben hier einen 3-Gen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's für kurze Zeit geschafft. Ich gehe mal Ash da hinten heilen. Krass. Wir versuchen zu sehr, den Gen da hinten. Ja, gut. Den Gen da hinten in der Mitte zu machen. Zarina hat sich an einen anderen Gen gesetzt und der Gen hinten ist auf 99. Wo ist er? Da. So, runter mit dir und weg. Das ist stark. Wir müssen uns hier nur gut aufteilen. Zwei Gens, die sehr weit sind und einer, der theoretisch fertig ist. Ich glaube, das ist Ausbruch, ne? Der hätte jetzt nicht fertig werden dürfen. Aber ist eigentlich auch egal, der beschützt eh den 3-Gen, den Gen hinten. Da hat er kein Business. Kein Business. Ich brauche noch einen Schutztreffer. Kommt von dort, ist hier. Geht Feng hinterher. Ich tippe den an und ich tippe den da hinten an. Der läuft sogar noch. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Ich hätte eigentlich noch mal einen tanken können. Da hätte ich zwei direkt tanken können, nämlich. Schwierig. So, da ist und hier vorne. Ein echter Flashlight-Safe. Freunde, könnt ihr euch das vorstellen? Ash ist in der Jagd. Und rennt sehr weit weg. Meint ihr, er schafft es hier rüber? Er muss ein bisschen aushalten. Dann könnte ich noch mal zwei tanken. Nee, so kann ich keine zwei tanken, leider. Schade. Ja, Alpha der Menschen nicht richtig ans Laufen gekriegt. Ich hätte ein bisschen mehr machen können, um es ans Laufen zu bekommen. Aber ich sag, wie es ist. Die letzten Runden waren nicht so einfach. Ich hatte jetzt drei Runden hintereinander, wo sich der Killer entweder auf Midwich oder The Game gewünscht hat und ein entsprechender Killer, also ein Stealth-Killer war. Und ja, hatte ich irgendwie... Man passt so sein Mindset dann an ein bisschen, ne? Mindset, furchtbares Wort. Was hatte er dabei? Brutale Stärke, Ausbruch. Irgendwie hatte ich im Gefühl, dass es Ausbruch ist und nicht Stromstoß. Wobei ich das finde, das ist schwierig zu unterscheiden, deswegen hatte ich nichts gesagt. Ruf der See wurde ziemlich dolle genervt. Man hat gemerkt, wir haben es trotzdem hingekriegt, den 3-Gen durchzubekommen. Und das Beste kommt zum Schluss auf dem Clown auch echt gut. Er hat super gespielt. Flasche mit billigem Gin, zwei zusätzliche Fläschchen, erhöht die Geschwindigkeit beim Nachfüllen. Ja, außerdem habe ich ganz vergessen zu sagen, es gibt derzeit einen Blutpunkte-Code, der heißt TikTok. Gebt den einfach bei euch im Shop ein und dann bekommt ihr 250.000 Blutpunkte. Ich blende es hier nochmal ein. Ja, und ansonsten sage ich GG und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.